Hello there. Hallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal. Heute mit dem letzten Video von unserer Reihe von Sternenzerstörern aus dem Star Wars Universum. Aus jeder der drei Phasen haben wir euch oder stellen wir euch jetzt hier eins vor. Angefangen hat man mit dem Episode 7 bis 9, die Finalizer sozusagen, das Schlachtschiff der New Order. Dann haben wir euch die Venator gezeigt, der Schlachtkreuzer der Republik oder Jedi-Kreuzer, die Venator, Venator euch gezeigt. Und als letztes, um das Ganze endlich vollständig zu machen, das wahrscheinlich mit bekannteste Raumschiff im Universum mit dem Millennium Falcon, der imperiale Sternenzerstörer, bekannt aus den Episoden 4, 5 und 6. Ich meine, das ist eines der ersten Szenen, die man bei Eine neue Hoffnung, A New Hope sieht. Prinzessin Leia versucht zu fliehen vor einem imperialen Sternenzerstörer. Also eine der ersten Szenen, mit der wir in dieses Universum starten. Und deswegen würde ich sagen, ist er von denen drei der ikonischste. Es ist nicht mein Lieblingsschiff, aber ist der ikonischste auf jeden Fall. Okay, wir gehen es mal durch. Wir hatten hier die 21072, die 21074 und da bleibt noch die goldene Mitte, die 21073 mit 1845 Teilen. Er hat also auch am meisten Teile. 5 Bauabschnitte wie er hier. Sie hat nur 4, die Venator. Hier haben wir 1700 noch was, hier haben wir 1320 und hier haben wir 1845. Man merkt es auch, ich habe auch am längsten beim Aufbau gebraucht. Für den hier habe ich 4,5 bis 5 Stunden gebraucht, während die Venator in so 3,5 bis 4 fertig war, die so 4 bis 4,5. Und hier habe ich 4,5 bis 5 gebraucht. Also das geht nach oben. Anleitung ist problemlos, gar kein Thema. Ist wie bei allen dreien. Bei der Venator war ein kleiner Fehler drin mit einer blauen Blade, die man anders setzen musste. Hier sind keinerlei Fehler drin. Könnt ihr problemlos bauen. Alle drei stammen von One Case im ursprünglichen Design. Ja, Molking hat sich das geangelt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Die Anleitung zu allen drei kostet $25. Ja, ich denke, das ist absolut in Ordnung für drei Sets. Blöd ist halt, wenn ihr nur einen kaufen haben wollt und dann die Anleitung für drei kaufen wollt. Das ist natürlich... Okay, aber $25, das ist absolut in Ordnung für drei Modelle. Und One Case macht halt echt geile Modelle. Kann man nichts sagen. So, wir messen gleich mal aus. Eine der wichtigsten Sachen hier vom Tisch. Er ist der kürzeste. Mit knapp 42,5 cm ist er der kürzeste von allen. Dabei sind wir aber immerhin bei einer 20er Höhe. Er ist natürlich in dem Fall der höchste von allen. Und so bei knapp 28 cm in der Breite. Okay. Aufbau, problemlos. Ja. Ihr baut dieselbe Base wie hier, wie bei allen drei. Ihr baut denselben Winkel hier hinten, unten, ungefähr denselben Ständer vorne. Dann baut er denselben Keil da ein und an den Keil baut er dann erst die unteren beiden Platten, dann die Umrandung mit Triebwerken, dann die oberen beiden Platten und zum Schluss hier den... die Brücke. Es wäre kein Brickfreaks Review, wenn nicht was abfallen würde oder man selbst nochmal abfällt. Noch nicht. Okay. Steinequalität. Top von der Haltekraft. Sonst würde das Ding hier mit schlechterem Stein wäre schwer. Ja, also One Case hat manchmal wirklich Sachen an nur einer Noppe hängen, aber es funktioniert. Und dank der guten Klemmkraft der Steine hier funktioniert es auch super. Das Einzigste, was wir haben, genau 22 Wedge Tiles, haben die falsche Farbe wie bei ihm hier, bei der Resurgent. Leider genau dasselbe. Es sind genau 22, das heißt zusammen haben wir 52 Platten, die ihr kaufen müsstet. 52 Fliesen in einer anderen Farbe für alle drei, 22, 22, 8. Müsst mal gucken. Wenn jemand die Teilenummer weiß von diesen, was ist das, 3x6 Teils oder 3x5, ne 3x6. Wer von diesen 3x6 Teils die Teilenummer von Brickling weiß, bitte unten in die Kommentare rein, dann mache ich es in die Videobeschreibung. Falls jemand bestellen möchte, müssen wir nicht alle suchen. Ne? Ich habe es mal gesucht gehabt unter Wedge Blades, da habe ich es nicht gefunden. Heute versuche ich es mal unter Teils. Wenn ich es finde, mache ich es schon in die Videobeschreibung rein. Okay.
Ansonsten ist die Teilequalität problemlos. Ja? Es ist halt wirklich nur schade. Ich meine, aus 2-3 Metern sieht man das nicht mehr unbedingt. Ja? Aber wer die halt nebeneinander stehen möchte und schön beleuchtet oder so im Regal, dann sieht schon schöner aus, wenn natürlich alles eine Farbe ist. Kauft ihr das Ding für eure Kinder, weil ihr sagt, hey, zum Hinstellen und kaputt spielen muss kein Original-Lego sein, dann braucht auch die Platten nicht austauschen. Die Kinder zerroppen die Dinger dann eh im Laufe der Zeit. Ja, wenn man damit spielt, man kann auch damit spielen, ja, man muss halt in eine gewisse Handposition nehmen, aber dann kann man damit auch so ein bisschen... So, kann man damit auch ein bisschen spielen. Ihr habt gesehen, es fällt halt schnell was ab, okay. Vorführeffekt. Was wir hier noch haben, wie bei ihm hier konnten wir die Geschütze hochdrehen. Hier können wir die Geschütze drehen. Seht ihr das hier, die Ferngläser, die bewegen sich. Habt einen schönen kleinen Mechanismus eingebaut. Bewegen sich auch schön synchron über Schnecken. Finde ich super. Ist echt schade, dass der Venator nicht noch irgendwie sowas hat. Dass das Flugdeck oben aufgeht oder irgendwie sowas. Ich finde es schön, wenn noch so eine kleine Spielfunktion drin ist. Auch wenn das Ding jetzt hier nicht für Kinder designt worden ist von One Case. Hat er trotzdem an das Kind in uns allen gedacht und eine kleine Spielfunktion eingebaut. Super. Wirklich super. Ansonsten her, vom Design her, ich finde für die Teileanzahl bei allen dreien super Arbeit. Die sehen echt gut. Die sind nicht perfekt, absolut nicht. Aber ich habe keine gesehen mit der Teileanzahl, die mir besser gefallen haben. One Case kann es einfach. Also ich finde gerade ihn hier extrem gut gelungen. Wirklich extrem gut gelungen. Spaltmaße, alles ist wirklich top. Gut, hier vorne hängt es ein bisschen durch. Könnt ihr vielleicht mit einem unsichtbaren Gummiband oder mit einem Faden die unteren so ein bisschen hoch. Ich meine, Schwerkraft siegt halt immer. Aber insgesamt finde ich den schon echt richtig geil. Gerade so der Brückenaufbau hier oben, das war nochmal ein richtiges Highlight zum Schluss. Der letzte Bauabschnitt, hinterer Teil der Brücke und das hier und dann einpassen, das war nochmal ein schöner Moment, wirklich. Und ist auch wirklich toll gemacht. Okay, die Kugeln sind vielleicht ein bisschen zu klein im Maßstab, aber wahrscheinlich gab es da dann nichts Größeres mehr. Das nächste wäre dann zu groß gewesen. Ich weiß nicht. Oder passt es im Maßstab? Mir kommt es ein bisschen zu klein vor. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten, ihr habt innen drin Platz bei allen drei, wenn ihr die Triebwerke beleuchten möchtet. Ihr habt innen drin Platz für eine Batteriebox und Kabelmanagement. Das ist kein Problem. Ihr könnt da was reinbauen. Dann könnt ihr die alle drei eventuell noch beleuchten. Auf jeden Fall die Triebwerke. Ich denke, das sieht obercool aus. Gerade wenn die so nebeneinander stehen und alle die Triebwerke anhaben, sieht es sicherlich obergeil aus. So, damit wir die auch nochmal alle... Wir wollen sie aber in die richtige Reihenfolge stellen, ne? Ja, so, da haben wir hier den Opa, the grandfather of all Star Destroyers, die Venator, Episode 1 bis 3 und die Clone Wars, wunderbar, super schöner Anfang, Episode 4, 5 und 6, begleitet uns dann hauptsächlich der Imperiale Sternzerstörer. Und mit den Episoden 7, 8, 9 haben wir dann den Sternzerstörer der letzten, ja, wie heißen sie? The New Order, oder? Heißen die New Order? Last Order? Nee, New Order. Mann, oh Mann. Ihr seht, ich habe die Filme, echt, halt, dich brauchen wir noch. Ich habe die Filme, echt ziemlich aus meinem Gedächtnis gestrichen, muss ich sagen. 7 fand ich ja noch nicht gut, aber netter Fanservice. 8 war dann irgendwie verstörend. Nicht schlecht. Ich finde nicht, dass The Last Jedi ein wirklich schlechter Film ist, aber er macht vieles sehr, sehr seltsam. Und dann Episode 9, The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalker, ist, finde ich, das furchtbarste Verbrechen. Der kommt gleich nach dem Holiday Special. Und ich habe jahrzehntelang gedacht, ja gut, Jahrzehnte, doch, sind es 2 Jahrzehnte,
Episode 1 und 2 wären nicht mehr unterbietbar. Doch. Episode 9 hier hat gezeigt, dass es noch viel, viel schlimmer geht. Dass Disney, wenn sie wollen, auch wirklich alles ruinieren können. Guck dir den neuesten Indiana Jones an. Unfassbar. Aber gut, dafür steht die Firma auch wirklich vor dem finanziellen Ruin aufgrund ihres... Naja, okay. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es sind alle drei tolle Schiffe. Der gefällt mir am besten, overall. Ja? Die Venator finde ich von allen im Original das schönste Schiff. Wenn ich mir jetzt hier nur einen kaufen könnte, von den drei. Wenn ich ehrlich bin, das hier ist mein Lieblingsschiff. Ich würde trotzdem den hier nehmen. Ich würde trotzdem den imperialen Sternzerstörer nehmen. Es ist nicht mein Lieblingsschiff. Es ist von den Großkampfschiffen nach ihm hier mein zweites Lieblingsschiff. Aber aufgrund der Teileanzahl, ich meine, die kosten beide dasselbe. 44 Euro, auf jeden Fall da, wo ich sie bestelle. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr kriegt hier 500 Teile mehr. Ihr kriegt eine Stunde mehr Bauspaß. Ihr kriegt im Endeffekt das ikonischere Set und auch das mit dem höheren Wiedererkennungswert. Da weiß jeder, dass es aus Star Wars ist, der vielleicht zu euch in die Wohnung kommt. Oder er denkt sich's. Aber wer Clone Wars nicht gesehen hat und bei Episode 1 bis 3 nicht auf die Raumschiffe geachtet hat, wird unter Umständen die Venator gar nicht erkennen. Das Ding hier, den imperialen Sternenzerstörer, da müsst ihr schon wirklich weit fahren, um Leute zu finden, die das Ding noch nie gesehen haben. Ja? Gut, in Asien und Afrika und Südamerika werdet ihr mit Sicherheit Leute finden und auch in Europa. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Ding hier ist ikonischer, er hat mehr Teile, er macht mehr Spaß zu bauen, er ist ein bisschen aufwendiger zu bauen. Also Fazit, alle drei sind schön. Sie ist ein kleines bisschen off. Die Venator finde ich hier in dem Bereich, das hier müsste eine halbe Noppe weiter nach vorne. Das hier, das ist ganz leicht off, ansonsten absolut in Ordnung. Das hier ist meine Nummer 1 von den dreien, falls es ihr wissen wolltet. Wenn ihr nur Geld habt für einen. Ansonsten muss ich sagen, sind 132 Euro für drei Sternzerstörer ein absolut akzeptabler Preis. One Case freut sich, wenn er die 25 Euro noch für seine Anleitung ausgibt, weil er hat echt wieder einen super Job gemacht. Die Empire Over Cheddar ist zum Beispiel auch von ihm und so weiter und so fort. Okay, ansonsten soll es jetzt erstmal mit Star Wars gewesen sein. Mal gucken, was da noch kommt, was als nächstes kommt. Von Molking habe ich jetzt noch keine Ankündigung gefunden für ihre nächsten Sets. Also alles, was angekündigt ist bei Brick 4, ist auch schon draußen. Was kommt hier als nächstes? Als nächstes kommt das FAQ, nachdem wir jetzt auch wieder vier bis sechs Wochen gebraucht haben. Gerade gleich was vergessen. Als nächstes kommt das FAQ. Dann kommt von Molking ein Dieselzug mit Beleuchtung und Power Functions. Und hier sind sogar wieder Schienen dabei. Das heißt, ich kann euch sogar zeigen, wie er fährt. Hey. Und dann steht da hinten der Wrangler 1 zu 6 mit Pneumatik und Power Functions. Und dann kommt von meiner Seite noch das Seafood Restaurant von Morg und von Funol den Blumenlaster. Und von Fantasy den Food Truck. So, das sind so die nächsten fünf Sets. Aber als nächstes kommt, weil ihr habt es gesehen, ich bin ja schon zur Hälfte durch, hier die Lok von Molking. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch haben hoffentlich alle drei Sets gefallen. Die Zuschauerzahlen sind gut. Also Zuschauerinteresse anhand der Abrufzahlen, sage ich mir, stufe ich jetzt mal als hoch ein. Weil für so etwas kleinere Sets an die 2000 Zuschauer nach einer Woche, das ist sehr gut. Da kann man wirklich überhaupt nichts sagen. Also euch haben auch die kleineren Star Wars Sets interessiert. Was mir dann sagt, dass wir auch kleinere Star Wars Sets in Zukunft dann versuchen, euch auch immer zu zeigen. Egal von welchem Hersteller sie denn dann auch kommen mögen. Okay, vielen, vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Habt noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Bye, bye.